Hi, willkommen zurück bei The Evil Within. Nummer 2. Ich habe keine Leben mehr, weil ich hier mega professionell vorgegangen bin. Zuletzt. Und wir sind momentan noch dabei, jede Menge zu erkunden hier. Es scheint kein Ende zu nehmen. Ich mache mir da große Sorgen, dass die Abwechslung in dem Spiel nicht so groß ist. Aber wir werden sehen. Ich bin einfach am Anfang. Ich erkunde immer sehr ausführlich. Dann dauert es halt auch ein bisschen länger. Und ich bin mir sehr sicher, dass diese Dame, die da sitzt, gleich Hallo sagen wird. Nein. Jetzt will mein Kater miaut gerade schon. Also ich bleib bei meiner Aussage. Ich hätte nur gerne das Tor hinter mir aufgehabt. Ich kann es sogar jetzt aufmachen, aber... Hier habe ich 6 Schuss, okay. Hallo, hallo, hallo. Okay, ich wollte nicht unbedingt... Naja, die Axt opfern. Habe ich jetzt aber getan. So, Metallrohr, Teile, alles einsammeln. Hier liegt jemand leicht verblutet. Und sonst ist hier nichts. Ist hier jemals was drin? Immer wenn ich so eine Schublade öffne, ist da überhaupt nichts drin. So, ich muss mal gucken, ob meine Stimme durchhält. Am Ende der letzten Folge war ja schon grenzwertig. Anstrengende Schulwoche hinter mir. Ah so, verstehe. Ich sag ja, anstrengende Woche hinter mir. Ich bin noch ein bisschen schwach. So, hier ist wieder irgendwo was. Vielleicht soll ich häufiger mal das Ding benutzen. Nein, ich meine nicht die Mädchenstimme, ich meine das daneben. Er kommt. Wände halten es nicht auf. Auch Türen nicht. Nichts hält es auf. Verstecken ist zwecklos. Es kommt. Diese Stimme klingt nicht wie die anderen. Wände halten es nicht auf. Auch Türen nicht. Nichts hält es auf. Verstecken ist zwecklos. Es kommt. Es kommt. Dieses komische Lachen. Was war das am Ende? So, wo waren das jetzt? Da. Unbekannte Resonanz. Frauenstimme. Da kommt. Es kommt. Es kommt her. Aber ich komme jetzt erstmal Richtung Westen. Dahin. Danach wieder zurück. Dabei findet man vielleicht auch noch so ein paar... Kisten oder Mülleimer. Kann ich das aufmachen? Kann ich, sehr schön. Und hier... Warum hier? Das hat es irgendwie gar nicht gebracht. Okay, ich habe echte Orientierungsschwierigkeiten hier gerade noch ein bisschen. Aber je häufiger man hier rumrennt, desto leichter sollte es werden. Und mich macht es noch nervös, dass ich... hier gerade nirgendwo speichern. Oder speichern kann. War hier nicht, hier war nur eine Werkbank. Ja, von der habe ich jetzt nicht so viel. Kann ich halt ein bisschen Munition craften, aber das war's dann auch. War nicht hier irgendwo eine Axt noch, die ich nicht mitnehmen konnte? Ja. Genau. Weil ich da schon eine hatte. Die ist jetzt wertvoll. Nein, nicht hauen. Nehmen. Oh, und der speichert sogar. Super. Perfekt. Perfektes Timing. Okay, wir sind beim Zug. Wir fangen aber am Ende an. Da komme ich nicht durch. Ich muss nochmal zurück. Ums Haus rum. Flaschen brauche ich nicht. Dein Ernst! Hör auf, mich so zu erschrecken, Mann! Ich kann nicht zielen. Ich kann wirklich nicht zielen. So, ich habe den Kopf halbiert, aber das reicht noch nicht. Ich werde immer noch gesucht. Wer sucht mich denn jetzt? Wo kommen die mal alle her? 2 Schuss habe ich noch. Und jetzt haben wir die 10.000 geknackt. Wo war die Werkbank? Hier.
Taschenlampe. Hier, ich guck nochmal eben. Könnte sein. Ah ja, hier irgendwo was steckt hinten drin. So, Herstellung. Ich brauche wieder Munition. Ich brauche wieder Munition. 6 Schuss kann ich mehr. Oh Mann, ey, was ist hier los? Das ist ein Trauerspiel, wie ich hier mit der Munition umgehe. Ich muss unbedingt ins Schleichen investieren, wobei das hätte mir jetzt gerade auch nichts gebracht. Klar. Ich hätte mich nochmal verstecken können und abwarten können, wo der langläuft. Aber ich sage jetzt einmal zum letzten Mal, ich möchte hier mal vorwärts kommen. Storytechnisch passiert hier einfach nichts. Okay, wir sind hier, hier waren wir ja schon, aber den Zug habe ich mir noch aufgespart. Den gucke ich mir jetzt mal an. Auf der Seite geht es nicht weiter. Und da unten. Ich frage mich, da ich ja nicht glaube, dass das hier die ganze Map ist, dass man dann fertig ist mit dem Spiel, wo man, wenn man das hier alles erkundet hat, wo man dann hinkommt, ob man eventuell auf einer anderen Insel landet und dann diese Insel vielleicht sogar sieht. Ich meine, die kennen wir jetzt alle nicht, da waren wir noch nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich kann mir echt vorstellen, dass wir dann immer auf einer anderen Insel dann sind. Mal schauen, ist eine Theorie. Ich weiß es nicht. Hier sind sogar 2 Züge. Nehmen wir erstmal den linken und dann den rechten. Da liegt was. Was liegt denn hier? Eine Spritze. Das war gar nicht der Plan. Es ist nicht ihr Ernst, oder? Eine Spritze war auf was? 9? Nee, 0? Auf was habe ich die Spritze, verdammt? 8. Ja, toll. Gut zu wissen. Gut, dass ich schnell reagieren kann. Aus meinen 6 Schuss sind jetzt schon wieder 3 geworden, weil ich einfach nicht zielen kann. Das war in Teil 1 so viel einfacher. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich werde echt alt. Okay. Jetzt mache ich ja doch erst den Zug hier. Hier kommt auch noch gleich jemand aus der Ecke gesprungen. Hinter irgendeinem Sitz. Oh, Kamera. Gefällt mir nicht. Aha, da hängt ein Arm. Zu wem der gehört? Vielleicht der da hinten. Hier guckt die Kamera hin. Naja. Was hat er? Ja, alles gut da hier unten. Tasche verbessert. Noch mehr Pistolmunition. 32 Schuss, ist klar. Sag mal, was denkt ihr denn? Aber, Rocky, was los? Okay, er spielt Tarzan. Zurück zum Spiel. Also. Rocky, das hat mich voll rausgebracht. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Egal, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass hier jetzt irgendwie was ist, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Wo es bestimmt nicht so gut ist, da durchzulaufen. Weil es wie eine Falle aussieht. Aber ich kann hier auf jeden Fall nichts machen. Gar nichts. Also ich muss quasi da durch. Dann werde ich doch bestimmt... Werde ich dann fotografiert oder so? Es sollte auf jeden Fall nichts anderes passieren. Aber es wird bestimmt was passieren. Also ich hau mir nochmal eine Spritze rein. Hä? Was ist das denn jetzt?
Verlangsamte Zeit auf jeden Fall. Hey, das hilft mir voll beim Ziel. Finde ich gut. Zwei Schüsse habe ich jetzt mal gebraucht. Hä? Das war's jetzt aber wieder? Sinn? Warum war das jetzt hier? Und also verlangsamte Zeit haben wir ja auch immer bei, als wir am Anfang die 3D-Fotos gesehen haben, oder wie auch immer ich das nennen mag, Realfotos. Da ist es ja auch immer so blau geworden. So, noch jemand hier. Also man ist trotzdem angespannt. In der letzten Folge habe ich ja noch gesagt, ja, durch Open World ist alles irgendwie so ein bisschen... Naja. Aber kann man in den Zug rein? Also hier komme ich rein. In den ersten Waggon bin ich mir gerade nicht sicher. Ich gucke nochmal eben hier. Aber ich glaube eher nicht. Was das jetzt mit der Fotoaktion sollte, weiß ich nicht. Vielleicht finde ich das später noch heraus. So, der nächste Zug. Da liegen Teile. Ein paar Ratten. Ich werde auch nicht probieren, ob man die erschießen kann. Die Ratten sind die einzig normalen hier in dieser Welt. Neben O'Neill. Links oder rechts springt doch gleich was raus. Ah nein. Schön. Mysteriöse Maske. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben. Kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus. Die Maske sagt mir jetzt tatsächlich sogar was. Dishonored, ne? Bethesda. Aber dass die das so offensichtlich hier so ein Easter Egg hinpacken? Hm, weiß nicht. Und die Knarre war bestimmt von Prey oder so. Aus der letzten Folge, die ich da gefunden habe. Keine Ahnung. Ich habe es nicht gespielt und auch nicht geguckt. Und die Sackgasse gefällt mir hier gar nicht. Die Sackgasse gefällt mir hier überhaupt nicht. Kommt gleich was von hinten und von vorne. Ich schau mal kurz rein. Drei Sachen sind hier. Erstmal nochmal das Weiße. Nochmal ein toter Mobius Operative. Und die Abtrünnigen. Scheiße. Wie soll ich Vorräte besorgen, wenn jedes Lager von diesen Dingern überrannt ist? Das sollte genügen. Da kommt ihr nicht raus, ihr Wichser. Ja, okay. Mal hier auf die Karte gucken. Da ist der Tote. In die Richtung muss ich ja auch. Auf der Höhe war ich schon. Was macht mein Kater denn da oben, verdammt? Doch nicht jetzt. Von hinten kommt nichts, aber ich... Hier kann ich zumindest mal hoch. Einmal was nehmen. Komme ich da irgendwie rein? Ich glaube nicht. Ich höre auf jeden Fall wieder was. Oh, und ich kann hier weiterlaufen. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorge, weil ich hier längere Zeit wahrscheinlich nicht gespeichert habe. Meine Skills sich momentan noch in Grenzen halten. Okay, hier scheint aber alles safe zu sein. Was genau planst du da oben? Jetzt mal ganz ehrlich. So geht's aber nicht. Resonanzpunkt wurde protokolliert. Hm. So, also zwischen den Zügen war nichts. Ich kann hier nochmal in den Waggon kann ich rein. Mache ich gleich mal. Der mittlere, da war nichts jetzt, oder? Der war zu. Okay. Ich möchte natürlich nichts auslassen. Möglichst nichts. Hier höre ich... Ja, die Geräusche hören sich so an, als würden die aus dem Wagen hier kommen. Aber vielleicht komme ich auch in den Wagen. Weil ich jetzt... Oh Gott, jetzt wird's lustig. Ich kann links und rechts. Okay, da... Oh Gott. Hä, wie sieht er denn aus? Ist auf der anderen Seite was? Ich hoffe nicht. Ich mach mal Licht aus.
Schau mir seinen Laufweg an. Okay. Kann ich hier noch... Genau, ich muss leider nochmal warten. Weil das würde ich jetzt nicht schaffen. Toll, ich kann voll gut gucken. Quasi so kaum. Ah, ich kann mich hier dran stellen. Ah, so ist gut. So ist besser. Junge, wo sind deine Klamotten hin? So, das sollte funktionieren. Das sollte funktionieren. Oh, wie der aussieht. Was? 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 Niemals. Nein, 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 nein. Hi. Hallo, Freunde. Munition. Nein, Munition. Und... Nachladen. Ich muss nachladen. Hui. Da besiegst du den einen... Habe ich die alle nicht gesehen? Drei Stück. Meine Munition ist echt ein Drama. Also ich muss voll auf Stealth setzen, dass ich eben möglichst viele Kills machen kann, wie den ersten, den ich hier gerade erwischt habe. Den ohne Klamotten. So, ich habe noch drei Schuss. Danach bin ich komplett ohne irgendwas. So, in dieser Folge räumen wir die Züge auf. So, die schöne Gestalt hier haben wir. Was mit ihm? Okay, der wäre möglicherweise auch noch aufgewacht. Hä? War ich hier noch nicht? Oder ist die Tür erst später aufgegangen? Aber da muss doch jetzt reichen hier. Ein Gegner in dem Zug. Okay. Gehen wir wieder hier raus. Ah, guck mal, hier wäre ich vorhin direkt reingegangen, wenn ich sofort in den Zug reingekommen wäre. Hui. Bist du in einem Zug und auf einmal stehen drei Gegner auf. Warte mal, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Oh. Hier muss ich gleich mal nach rechts nochmal gucken, da war ich auch noch nicht. Aber ich will jetzt auf jeden Fall die Züge hier fertig machen. Ja, gleich. So, was ich jetzt nicht gebrauchen kann, sind Gegner. Das muss jetzt auf jeden Fall reichen. So, da scheint doch irgendwie schon das Ende der Karte zu sein, oder? Nee, nicht so wirklich. Teile fürs Präzisionsgewehr. Ah, da sind wir auch nicht mehr weit von entfernt. Gut. Da liegt einer, oder? Ja. Also ich weiß nicht, wie ich bei denen da vorgehen soll. Wenn ich drauf zulaufe, wacht er halt auf. Die Frage ist, oder soll ich, kann ich da auch seitlich hinlaufen? Er wacht wahrscheinlich jetzt eh schon auf, wenn ich... Was macht er denn jetzt? Achso. Vielleicht hätte ich auch einfach so kaputt hauen können. Wir werden sehen. Ich werde jetzt wahrscheinlich meine letzte Schrotflintenmuni verballern müssen. Das hat geklappt. Das hat nicht geklappt. Hey, was ist denn mit dem hier? Und warum wächst die Blume da so? Also, kein Kommentar. Jetzt vielleicht. Der steht noch sowas von auf irgendwann. So, was willst du mir denn die ganze Zeit sagen hier? Das Lager von diesen Dingern. Ja, ich weiß doch, dass die hier sind. Oder er. Der eine. Die haben sich ja getrennt. Die Abtrünnigen.
Ich bin in überhaupt keiner guten Lage hier gerade. Keine Leben, keine Munition. Rechts von mir das Haus habe ich noch gar nicht erkundet. Und vor mir das ganze Gebiet auch noch nicht. Zumindest, ja, das muss ich auch noch alles machen. Hui, wir sind weit weg von unserem Lager. Oh, was ist das denn? Grünes Gel. Ah, wie gut in allen Zeiten. Vielleicht kommt wieder eine Bombe raus. Oh, grünes Gel. Wie gut in allen Zeiten. Vielleicht kommt eine Bombe raus. Oh, grünes Gel. Wie gut in allen Zeiten. Vielleicht kommt eine Bombe raus. Oh, kommt nichts raus. Wie gut in allen Zeiten. Es gab mal ein Easter Egg, da musste man eine bestimmte Anzahl an Schlägen auf den Automaten machen. Da wurde zumindest ein Easter Egg freigeschaltet. Ist die Frage, wie häufig ich hier draufhauen soll und... Ich werde es wahrscheinlich... Ich glaube, ich lasse es mal sein. Wenn, dann sehe ich das später irgendwann in einem Video. Okay, hier komme ich nicht rein. Das erinnert mich sehr an The Walking Dead gerade hier. So, komme ich hier rein irgendwo? Hallo? Kann ich irgendein Tor öffnen? Oh nein. Oh nein. Da ist ein Bus, da waren wir schon. Okay. Einmal den Müll durchsuchen. Die feiern eine fette Party auf jeden Fall in einem Truck. Wer hat mich denn jetzt gerade gesehen? War das hier irgendwo? Ich komme hier nicht rein. Das ist doch... Hier ist der tote Typ drin. Guck nochmal, ob ich hier reinkomme. Nö. Hä? Also es gibt nur eine Tür, die aber verschlossen ist. Und Tore, die man nicht öffnen kann. Hallo? Ja, der ist halt auf jeden Fall versperrt. Sieht man ja hier. War da drüben irgendwo was? Weil ich ja hier gerade hiervor gesehen wurde. Aber das Tor hier, ich kann hier nichts machen. Ich kann es nicht aufmachen. Keines der Tore. Und hier werde ich wieder gesehen. Oder gehört. Vielleicht ist irgendwas da drin. Hä, schon wieder? Man hört und sieht mich. Ich bin gerade so ultra angespannt, weil ich kaum Leben und kaum Munition habe. Und ein falscher Schritt könnte jetzt das Ende bedeuten. Oh, hier ist ein Haus nicht mehr. Oh, hier sind Häuser nicht mehr. So, wie sie sein sollten. So, die große Halle kennen wir schon. Da bin ich auch nicht drin weitergekommen. Hier sind Kisten. Oh, wow, Kisten. Ich glaube, ich werde über kurz oder lang nochmal in den Unterschlupf zurück müssen. Und alles nochmal ausrüsten. Kaffee trinken. Munition. Auch schon mal pimpen. Zu Tatjana gehen. Aber ich möchte natürlich vorher noch so viel wie möglich mitnehmen. Um auch viel investieren zu können. Noch ein Mülleimer. Komm, wenigstens eine Flasche. 25 Cent. Was war das? Irgendwas hat er rausgeholt. Oh, nice. Eine Axt. Oh, warte mal. So gefällt mir das. 15.000. Ich freue mich so aufs Pimpen, ne? Ah, das ist schön. Vor allem, wenn man eben schon ein bisschen grünes Gel gesammelt hat. Was sind das für Geräusche? Ach, hier ist nichts drin. Was? Ach, da vorne. Also den Truck, den mache ich jetzt auf gar keinen Fall. Karte gucken. Okay, wir haben ungefähr die Höhe erreicht. Da sind die Abtrünnigen. Dann werde ich vielleicht jetzt sogar erstmal wieder hier weitermachen. Und bald erreichen wir auch den Unterschlupf da oben. Wir haben da einen Speicherpunkt, Spiegel, Kaffeemaschine, alles was ich brauche.
Aber ich glaube nicht, dass ich das alles hier oben schaffe. Ohne nochmal hier hinzugehen. Ich werde noch einmal zurück müssen und vielleicht die Frauenstimme auf dem Weg mitnehmen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, ich sollte einfach nur ganz schnell auf dem schnellsten Wege zurück. Ich sehe schon, wie ich auf dem Rückweg scheitere. Ach, guck mal hier. Oh, Munition! Munition! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warum? Auf dem Rückweg scheitern die schon direkt hier. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte mal eben. Okay, Leben sind jetzt sogar gar voll. Ich habe meine 5 Schuss mit der Schrotflinte. Habe ich jetzt 2 Schuss gesammelt, damit 2 Untote auftauchen. So, der eine ist jetzt hier hinter, der andere da. Die Wege kenne ich noch nicht. Da liegt nur eine Flasche, die brauche ich nicht. Aber hier liegen noch Sachen, die ich brauche. So, wo läuft denn er jetzt lang? Ah, ja. Okay, er ist jetzt weg. Ich könnte jetzt vielleicht zu ihm hier, wenn er sich... Das wäre jetzt definitiv schief gegangen. Vorsichtig öffnen. Okay, ich warte nochmal. Ich muss jetzt hier vorsichtig vorgehen. Guck mal, der eine kommt schon wieder zurück. Der hätte mich jetzt gesehen. Die Tür schon mal auf. Ich nehme auf jeden Fall erst den hier mit dem Molotow-Cocktail. Erstens, weil er gefährlicher ist. Und zweitens, weil ich ihn hoffentlich heimlich ausschalten kann. Ne. Die laufen total unregelmäßig, also nicht parallel. Weil wenn der jetzt zurückläuft und jetzt müsste ich hinterherläufen, hinterherläufen vor allem, jetzt kommt aber er schon wieder. Mann! Warte, jetzt dreht er sich um und dann kommt der andere. Jetzt. Nein, Mann! Ich vergaß. Mit Molotow-Cocktail besser kein Schleichangriff. Oh, weh. Die Folgen sind momentan ein bisschen länger. Normalerweise mache ich ja immer nur so 20 Minuten Folgen. Aber weil halt nicht so viel passiert in der Stadt... Bin ich dazu gezwungen, damit es mal vorwärts geht. Sonst hängen wir hier zu viele Folgen rum. Jetzt komm, komm, komm. Wie lange braucht der denn, Mann? Puh. Na, er läuft doch gerade. Die grüne Suppe läuft auch. Hier auch nochmal. Und dann haben wir die 15.000, oder? Ich weiß es gar nicht, wie viel waren es gerade. Na, fast 50 fehlen noch. Ach, doch nicht schlecht. Wo sind wir hier? Okay. Bin schon wieder viel zu weit im Norden. Okay. Da ist offensichtlich jemand drin. Da hängt wieder einer am Baum und davor liegt jemand. Und ich muss nochmal zurück. Ich habe was übersehen. Hallo. Darf ich kurz mal stören? Mein Gott, warum geht das denn nicht? Wie häufig... Hä? Was? Nein! Nein, in die Spritze! Ich hab doch schon mal so ein Messerkill geschafft. Kann doch nicht wahr sein, Mann. So, warte mal, ich renne mal eben zurück. Die Folgen werden echt überlang. Das hätte ich noch vergessen. So, sehr schön. Nächste Folge wird mega entspannt. Einfach nur pimpen und so. So, die Frau nehme ich jetzt aber noch mit. Was ist denn mit dem? Da
Damit die irgendwann quasi spawnen können wahrscheinlich. Ja, klar, Mann! Das finde ich jetzt echt nicht so geil. Was ist... Boah, ich dachte, die klappt jetzt auch nicht. So, verschwinde. Dich hätte ich schon längst erwischt. Zugegeben, den habe ich nicht gesehen. Überall grünes Gel, da vorne liegt schon welches. Heute mal mit Überlänge. XXL. Folge. Ah, okay. Er geht hinter die Wand. Da kann ich erstmal ein bisschen näher kommen. Ich komme dir ein bisschen näher, mein kleiner Freund. Ich habe Lust zu kuscheln. Kennst du schon mein Messer? Nein? Jetzt lernst du es kennen. Man zieht immer was an, Mann. Lauf nicht nackt rum hier draußen. Ist kalt. Also so nackte Männer, die nachts irgendwo rumlaufen, das ist so oder so nicht gut. Und die Dame können wir auch noch entleeren. Da ist noch jemand. Was ist denn hier los, Mann? Alles voll. Kann ich wenigstens den jetzt? Ach, lass mich doch in Ruhe, ey. Tottreten? Ich wollte tottreten. 16.000. Jetzt hört mich wieder jemand. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich fasse es einfach nicht. Aber jetzt muss ich echt mal die Folge beenden. Damit die nicht zu lang wird. Und in der nächsten Folge werden wir dann das Übliche machen. Wir laufen durch die Stadt, räumen auf und werden vor allem aber auch mal zu Tatjana gehen. Ne? Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.